Perkix WWE. NXT vom 23.09.2015 unter anderem mit einem interessanten Contract-Signing eines NXT-Neuzugangs. Kana aus Japan ist bei NXT im WWE-Ring und wird uns die nächsten Wochen mit ihrem Wrestling begeistern. Davon kann man zurzeit ausgehen. Ich würde sagen, wir reden aber über die gesamte NXT-Ausgabe. An meiner Seite ist einmal der Simon. Hallo. Und der Alex, grüß dich. Ich grüße dich, ich grüße euch. Sehr schön. NXT diese Woche mal wieder krass gewesen. Ich finde, die Ausgaben sind immer und immer besser. Letzte Woche fand ich es übel stark. Also da kam die Woche jetzt nicht so ran an letzte Woche, aber trotzdem eine gute NXT-Ausgabe. Und diese wird gestartet von Eva Marie gegen Carmella. Du sagst einfach gute Ausgabe und dann sagst du Eva Marie. Ja. Schön. Aber nee, doch, die Ausgabe war gut, das Match. Nicht so. Nee. Ja. Also, man sagt ja immer jedem das Seine, aber ich würde gerne mal die Leute sehen, die behaupten, das war ein wirklich gutes Steven-Match. Ich meine, wir hatten das Match ja schon vorher mal bei, ich weiß gar nicht, bei irgendeiner NXT-Ausgabe, da war es auch schon nicht krass. Ja, im Endeffekt Eva Marie jetzt irgendwie als Heel, falls ich das richtig wahrgenommen habe, während des Matches Super Dragon und You Can't Wrestle Chance, Alter. Ich habe gefeiert, auf jeden Fall. Carmella wird dann ausgezählt, nachdem sie von Eva Marie vom Apron runter auf die Rampe geschickt wurde. Ja, und dann kam sie eben nicht mehr zurück in den Ring, wurde ausgezählt. Eva Marie gewinnt. Es gab ja die Gerüchte, Eva Marie soll doch nicht so schnell gepusht werden, wie dass das WWE Main Roster oder die Offiziellen von da wollen. Sondern man will erstmal Kana und auch Dana Brooke gegen Bayley stellen. Fände ich persönlich besser, weil Eva Marie ist einfach nur überhaupt nicht bereit. Ich meine, auch eine Dana Brooke ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren, sogar ziemlich grün, aber trotzdem viel, viel weiter natürlich als Eva Marie. Und ich meine, Carmella ist jetzt auch nicht so das Ultragelbe vom Ei im Ring. Da hat man schon nichts erwartet, ne, eigentlich. Ja, aber ja eben, was willst du da auch bitte erwarten? Ist halt, es ist das, was ich meine, was man auch vielleicht anmerken dürfte, Eva Marie hat jetzt praktisch ihre ehemaligen Botches zu einem Gimmick gemacht. Also, wenn man es so formulieren möchte, freundlich formuliert. Stimmt, ja. Ich habe mich auch gewundert, da war ja diese eine Szene dann im Cover und dann dachte ich, sie kickt schon wieder nicht raus. Dann dachte ich mir aber, okay, das ist Absicht, aber sie hatte dann ihren Fuß auf dem Ringseil. Aber gut, über das Match müssen wir uns nicht groß unterhalten. Nee. Promo-Clip zu NXT TakeOver Respect wurde eingespielt, da bin ich schon richtig gehypt drauf. Auch der Theme-Song von TakeOver, Bring Me the Horizon Throne, ist eins meiner Lieblingslieder vorher schon gewesen. Dann wird das einfach der NXT-Theme-Song und ich denke mir, Alter, ist das geil. Ich habe schon Unstoppable richtig gefeiert, aber das ist ja echt krank. Ja, so, ich meine, ich zähle nochmal auf. Motionless and Wild, Sleeping with Sirens und jetzt auch noch Bring Me to Horizon. Also, wer auch immer für die Musik der NXT Pay-Per-Views oder Events verantwortlich ist, hat auf jeden Fall einen guten Geschmack, kann man, glaube ich, behaupten. Ich meine, man weiß ja, dass das im Main-Roster manchmal etwas in eine andere Richtung gehen könnte. Ich sag nur Demi Lovato. Aber gut. Freut mich auch. Ich finde aber bei Main Roster, also ich finde natürlich die NXT-Musikauswahl besser als im Main Roster. Ich finde aber auch im Main Roster macht man da den Job an sich ganz gut. Oder? Ja, also ich kann bis jetzt eigentlich mit den fast allen Liedern ganz gut leben. Ja. Und da gibt's halt Ausnahmen, aber da kannst du nichts machen. Es sind ja auch Geschmäcker bei Musik. Manche haben vielleicht gesagt, boah, das war total toll und deswegen halt, ne? Genau. Ja, würde ich auch sagen, ich meine, Theme-Songs bei dem Pay-Per-View, es spielt für mich schon eine Rolle, muss ich sagen, aber es ist jetzt auch nicht ultra wichtig.
Tyler Breeze gegen Bull Dempsey war das nächste Match. Es gab ja letzte Woche diverse Differenzen zwischen den beiden, deswegen diese Woche jetzt das Match. Bull Dempsey kommt langsam over bei der Crowd, hier mit dem Bullfit und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich over. Ich finde es trotzdem nicht gut und ich finde auch Bull Dempsey nicht gut. Ich finde ihn besser als vorher und interessanter, aber trotzdem noch nicht wirklich toll. Ich habe mir hier gedacht, Bull Dempsey kommt langsam als Face-Over, ist doch die perfekte Möglichkeit, um Tyler Breeze gewinnen zu lassen und ihm wieder neuen Heel-Heat zu geben. Dempsey will seinen Finisher zeigen, Tyler Breeze kontert das Ganze covered, Beine auf dem Seil und Tyler Breeze gewinnt so ein bisschen heelig und unfair, also fand ich eigentlich perfekt gemacht. Ja, muss ich zustimmen, war genau richtig. Ja. Das war alles. Dazu sagen, tut mir leid. Nein, ohne Witz. Also ich bin zwar persönlich nicht so der Freund davon, der es gut findet, diese Füße auf dem Seil, weil ich kann mir nicht vorstellen, also ich finde es einfach unrealistisch. Das meine ich jetzt damit. Das stimmt. Ich finde es halt ziemlich unrealistisch, dass das Gewicht jetzt so viel verstärkt auf Bull Dempsey liegt, weil das eigentlich nicht der Fall ist. Aber passt auf jeden Fall gut, um die Fehde fortzuführen. Und ja, gibt Tyler Breeze mehr Heat. Bull Dempsey ist over. Alles dupli. Ich finde auch. Ja, Simon? Weil in dem Fall muss man ja auch sagen, ich meine, es gab ja immer wieder Fälle in der Vergangenheit, wo sich darüber beschwert wurde, dass Leute genutzt wurden, die eben nicht over waren. Aber ich meine, der Mann ist over, es funktioniert, wieso sollten sie ihn dann nicht auch in dem Sinne einsetzen? Mein Richtig, Gott. Genau. Und außerdem, ich finde auch, es passt zum Charakter von Tyler Breeze, der einfach... Tyler Breeze ist wieder so ein Charakter, der ist so... Auf einem schmalen Grat ist er gut und auf einem schmalen Grat driftet er komplett ins Schlechte ab. Und NXT schafft es einfach, diesen Tyler Breeze Charakter richtig geil aufzubauen. Und auch das hat wieder sehr, sehr gut gepasst, fand ich. Also hat mir auf jeden Fall gefallen, hat man gut gemacht. Kommen wir mal zum nächsten Segment und zu dem schon am Anfang angesprochenen Contract Signing. Ja, William Regal steht im Ring und sagt, es gibt ein Contract Signing zu einem neuen NXT Star, und zwar Kana, die jetzt Asuka oder Asuka genannt wird. Ich weiß es nicht. Simon, Simon, hilf uns bitte. Hilf uns. Ja, natürlich, natürlich. Ganz kurz. Moment. Ich erkenne es jetzt doch. Also, weil sich ja viele gewundert haben, anscheinend auch die NXT-Crowd, weil sie haben ja alle, es war ja am Anfang so, Kana ist eben reingekommen, es wurde der Name Asuka eingeblendet, und die Leute haben es alle Asuka ausgesprochen. Jetzt fragt sich natürlich, warum wird das Asuka ausgesprochen? Ganz einfach, in dieser Zusammensetzung wird das U im Japanischen nicht ausgesprochen, das ist dort stumm. So, zufrieden. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es in Ordnung. Mein Gott, das ist jetzt nicht die Welt von der Namensänderung her. Die Leute haben es relativ schnell kapiert. Es hätte mir Angst gemacht, wenn die Leute das immer weiter und weiter und weiter falsch verwendet hätten. Aber gut, auf jeden Fall, um vielleicht aufs Contract Signing direkt einzugehen und direkt mal darauf einzugehen, wie mir persönlich das Ganze gefallen hat, weil ich habe mich ja, ich meine, ihr habt ja letzte Woche vermutlich schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mich ja vor dem Event, also vor der Show, ein wenig über Kana informiert, habe mir ein bisschen die Matches von ihr angeguckt, Moves etc., habe mich da ein bisschen schlau gemacht, fand ich, sah wirklich gut aus, sah ein bisschen stiffer aus als zum Beispiel jetzt bei, keine Ahnung, einer Bailey als Beispiel, auch vom In-Ring-Stil her. Deswegen habe ich mich darauf gefreut und war dann doch überrascht, wie man das Ganze angefangen hat. Denn, ich meine, die Frau kam rein und die war erstmal gefühlt auf, keine Ahnung, was für eine Art von Droge, aber die Frau hat definitiv gefühlt zu Nervosität, keine Ahnung, hab mir auf jeden Fall angemerkt. Denn das erste, was passiert, ist folgendes: William Regal gibt ihr ein Mikrofon und die Frau brüllt direkt einfach mal ins Mikrofon. Stimmt. Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil Japaner da irgendwie anders drauf reagieren. Ich fand's irgendwie süß, keine Ahnung, knuffig. Nur das Problem war für mich persönlich, irgendwie hat es für mich nicht zu diesem
Wrestling-Stil gepasst, den ich vorher gesehen habe, meines Erachtens nach. Jedenfalls fürs Erste. Hat sie halt ein bisschen in ihrem mittelmäßigen bis schlechten Englisch, können wir ja zugeben, gesagt, ja, ich möchte den NXT Women's Titel gewinnen, den ganzen Kram halt. Kriegen wir ja bei jeder Contract-Signing-Promo eigentlich zu hören. Und dann kam eben Emma und Dana Brooke rein, haben sich da ein bisschen als, ich sag mal, im sarkastischen Ton, als WWE Einführungskomitee, Aufnahmekomitee beschrieben und haben eben doch die gute Frau gebeten, freundlich formuliert, den Ring zu verlassen, was sie dann auch tatsächlich mit einem etwas verdutzten Blick getan hat, worauf die NXT-Crowd nicht besonders gut reagiert hat. Es gab Chance für Asuka, und bis zu diesem Zeitpunkt war ich relativ unzufrieden. Und dann kam Folgendes, die Frau dreht sich um und steht da mit einem verdammt kranken, fast schon verheulten Lächeln. So. Ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert habt. Weiß ich noch nicht. Ich möchte nur kurz noch diesen Monolog beenden, denn es gibt eine japanische Charakterform, die häufig in Filmen, Serien, Anime, was auch immer verwendet wird. Die nennt sich der Charakter des Yandere. Sprich, das ist eine Art zwiegespaltene Persönlichkeit. Zum einen, also... Kane. Nee, lass mich ausreden. Lass mich ausreden, du Bastard. Sprich, zum einen, wenn es nicht benötigt wird, irgendwie süß, freundlich, komplett überdreht. Auf der einen Seite, was wir ja gesehen haben, aber sobald irgendwas diesen Charakter, in dem Fall dann eben Asuka, irgendwie ankotzt, haben wir eben eine Killer-Machine. Charakter des Yandere im Japanischen erklärt. Ich hab's übelst gefeiert. Ja. So, um dich mal ein bisschen zu stoppen jetzt. Also... Ich fand's echt cool, dass die halt aus dem Ring gegangen ist. Das war mal was anderes. Man hätte natürlich sagen können, yo, die fangen an, sich ein bisschen zu prügeln. Das ist doch total langweilig. Das hatten wir alles schon. Ja. Aber die geht einfach nur weg. Und das war auch noch nichts Besonderes. Das war noch nicht toll. Aber dieser eine einzige Gesichtsausdruck, ja, der gefiel mir halt auch richtig gut. Man kann halt mit Mimik extrem viel machen. Und dieser eine Gesichtsausdruck hat's halt echt gerissen am Ende. Ich hab's gefeiert. Auf jeden Fall. Ja, also man hat auch, also bei diesem Blick dann zurück, dachte ich mir, oh shit, da kommt nächste Woche auf jeden Fall die Ultra-Zerstörung. Asuka's gonna kill you. Also. Auf jeden Fall. Ja, ich finde auch von ihrem In-Ring-Stil und auch von dieser ganzen Art, wie man sie jetzt reinbringt, erinnert sie mich sehr an Hideo Itami. Vom In-Ring-Stil einfach dieses Stiffe und auch zum Beispiel Emma und Dana Brooke, die jetzt hier in eine Fehde gegen Hideo Itami verwickelt werden. Hideo Itami hatte am Anfang auch eine Fehde gegen zwei. Ascension war da gegen Itami, das war 2-on-1 und das ist genauso hier bei Asuka. Also ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird und ich denke auch Bayley gegen Asuka wäre ein richtig geiles Women's Match. Oh, da kann man aber sich das dauert noch was. Das dauert noch. Ja, natürlich, war. Aber ich finde halt gut, dass das jetzt erstmal Asuka gegen Dana Brooke und Emma fäden wird. Ich finde, es passt nämlich. Ich glaube, es wird gut. Ich bin sehr guter Dinge. Ja. Auf jeden Fall. Aber sollte der Frau halt bitte nicht allzu oft ein Mikrofon in die Hand drücken. Also das ist vielleicht noch. Braucht man ja nicht. Ne? Ja, eben. Deswegen. Es ist ja. Passt ja alles. Ich meine, wir haben es schon häufig erwähnt, Leute können auch nur durch Wrestling overkommen und es wird auch hier genauso sein. Bestes Beispiel hier, Hideo Itami. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Aber gut, wir gehen weiter. Apollo Crews und Tyler Breeze werden gegeneinander bei NXT Takeover Respect, genau, antreten. Da gibt's ja das Match, das wurde schon angesetzt. Es gab ein Backstage-Segment dazu. Ich finde, das Match ist sehr, sehr interessant. Also zwei Stile, die da aufeinandertreffen werden und auch zwei interessante Charaktere. Apollo Crews, dieser totale Optimist und Tyler Breeze. Ultimate Babyface. Und ja, so ein schönes Lächeln, wenn man ja heftig. Das gibt halt die ganze Promo straight einfach nur ja. Besüße. Einfach, Apollo Crews erinnert mich so irgendwie an so einen Hund, der dir ewig treu ist. Der lächelt dich einfach immer an und du wirfst das Stöckchen weg, er holt das Stöckchen und lächelt dich wieder so an. Genau an das hat mich Apollo Crews in dieser Promo erinnert. Du Arsch. Oh shit. Schön. Ja, aber ja, mir gefällt das. Ich glaube auch, das wird ein echt interessantes Match. Wir auf jeden. Besonderes ja sehen. Und ich meine, beide sind super im Ring. Beide werden da
Falls sie genug Zeit bekommen, abliefern. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Das Match und die Ansetzung ist auf jeden Fall schon mal geil. Dann gab es ein Update zum Dusty Rhodes Tag Team Classic Turnier. Dash und Dawson haben im Tag Team Classic gewonnen gegen die Ward Villains tatsächlich. Also sie haben einfach mal die NXT Tag Team Champs besiegt. Nächste Woche übrigens gibt's nicht on tape. Also ja. Clean. Bei einem Live-Event einfach, ja. Also voll geil. Krasse Sache. Enzo und Cass werden nächste Woche gegen Samoa Joe und Finn Balor antreten. Das wird auch ein interessantes Match. Wer denkt ihr, wird da weiterziehen? Ich glaube auf Enzo und Cass. Ach, tatsächlich. Ja. Also, die einzige Möglichkeit, wie ich mir das realistisch vorstelle. Samoa Joe Heel Turn. Jetzt habe ich es gesagt. Wieso sprichst du meine Gedanken aus? Ja. Wir hatten es ja schon mal, ich habe es ja schon mal vor ein paar Wochen erwähnt, Möglichkeiten, mögliches Titelmatch dann für Takeover London aufzubauen, weil ich glaube nicht, dass sie das noch für Takeover Respect booken würden. Meines Erachtens nach, deswegen. Ja, also. Selbst wenn, mein Gott, also. Da können wir jetzt dann direkt nochmal die Promo vorwegnehmen, die da Backstage gehalten wurde, wo erst Enzo und Cass halt sagen, yo, wir respektieren euch, aber wenn es zu dem Match kommt, dann ist es mit dem Respekt vorbei. Genau. Bla bla. Halt klassisch, wo Face gegen Face antritt, war ja zu erwarten. Und als Finn Balor und Samoa Joe wieder zusammenstehen, Samoa Joe klopft Bella ja nie auf die Schulter, sondern immer auf den Titel. Und das war halt dieses Mal wieder der Fall. Nennt ihn immer Champ mit so einem leicht sarkastischen Unterton zwischendurch. Und ich finde, da merkt man schon, dass sich was anbahnt dazwischen denen. Ja. Alter, vor allem Samoa Joe gegen Finn Balor wäre ja so geil einfach. Ich denke auch, das macht man. Also ich bin da ziemlich sicher, dass man das in die Richtung weiterspannen wird. Ich denke aber, ehrlich gesagt, dass Samoa Joe und Finn Balor hier noch gewinnen werden tatsächlich gegen Enzo und Cass. Dass sie dann im Finale verlieren werden, oder wie? Ja, irgendwie so. Ich weiß es nicht sicher. Aber dachte ich auch, vielleicht, das wird es natürlich dann größer alles aussehen lassen. Hm. Aber ja, ich finde, da wird es eigentlich auch schon ganz gut passen. Auch um darauf einzugehen, dass halt die richtigen Tag-Teams stärker sind und weiterkommen. Okay. Aber mal gucken. Vielleicht gewinnen ja dann halt schön Dawson und Wilder das ganze Turnier, wenn Samoa Joe Heel-Turnt im Finale oder so. Mal gucken. Ja, mal gucken, das beschreibt's ganz gut. Die Hype Bros hatten ein Backstage-Segment und Jason Jordan und Chad Gable hatten ein Backstage-Segment. Es wird eben die Spannung zwischen Hype Bros, Jordan und Gable hier zwischen den beiden Teams wird aufgebaut. Match findet aber bei einem Live-Event statt. Das heißt, man hypt für ein Match, was bei einem Live-Event stattfindet und was eh nur 100 Leute sehen werden. Gut, fand ich interessant, aber egal. Das übertreibt doch nicht, es sind 102. Ganz ehrlich, die Promo von Hype Bros war scheiße, die von Gable und Jordan war gut. Ich denke auch, dass die Hype Bros hier rausfliegen und Chad Gable und Jason Jordan weiterkommen. Also bitte. Ja. Also Pflicht, das ist einfach Pflicht. Das ist klar und ich finde auch das Tag-Team einfach so geil, die haben es beide richtig drauf. Ja, die passen auch echt gut. Das gefällt mir richtig gut. Jordan und Gable, die haben noch eine Zukunft vor sich. Kann man irgendwo diese Handtücher kaufen? Muss erstmal zum Strand gehen mit, oder? Genau. Do you wanna say it? No. Gable. Das ist so gut. Aber gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Main Event Match. Denn es wurde ja angekündigt, ein NXT Tag Team Championship Match zwischen Blake und Murphy und den Ward Villains, ein Rematch von TakeOver Brooklyn. Und ja, ich fand es interessant auf jeden Fall. Blue Pants war auch wieder am Start und hat dann hier Alexa Bliss quasi weggeholt, dass die da nicht eingreifen konnte. Und ich fand das Match war, also ich weiß nicht, wie lange es genau ging, irgendwie 10 Minuten oder so. Das Match fand ich echt geil wieder. Also die haben wieder abgerissen, fand ich. Ja, also kann ich dir zustimmen, das war, mir gefiel das auch besonders, warte, Simon Gotch ist ja der, ich verwechsel die gerne, ist ja der Nicht-Weiße, in Englisch ist der Ultra-Weiße, und der Simon Gotch gefiel mir richtig gut, als der eingeteilt wurde, ich meine, es war ja ganz lang Aiden English,
im Ring tätig und als dann der Hot Tag kam und Simon Gotch reinkam, hat er direkt richtig innovative Aktionen wieder gezeigt und das gefiel mir gut. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der Fan von dem Gimmick und so, aber die haben auf jeden Fall In-Ring wieder abgeliefert, dann muss man sagen. Und ich glaube, ich muss mich dazu nicht mehr äußern, die Leute kennen meine Meinung zu Wort Willens, blablabla. Und ich finde auch, es ist einfach so krass, du merkst einfach, dass auch nicht Indie-Guys einfach richtig im Ring abliefern können, weil es diesen Performance-Center gibt, bei dem die Leute einfach richtig krass das Wrestling lernen. Blake und Murphy sind super im Ring als Tag-Team. Die Ward-Villains, die können es auch richtig. Und das ist einfach, weil die da richtig geil trainiert werden. Ein Spot. Vor allem, die sind einfach nicht seit gestern im Performance-Center. Eben. Das musst du auch mit bedenken. Also. Und das ist einfach so geil, diese Leistung, die die WWE da bringt, mit ihren Talenten, wie sie die trainieren, richtig, richtig stark. Swanton Bomb gab's von English, gekontert von Blake, zieht die Knie hoch und der landet einfach mit dem Nacken oder Nacken bis Schulterbereich auf seinen Knien, Alter. Das hat so wehgetan. aber die Ward Villains kämpfen sich da zurück. Danach gab es noch einen heftigen Nearfall dann von English. Willing Dervish und dann verteidigen die Ward Villains ihren Titel. Ich denke aber auch nicht, dass die den noch lange halten werden, muss ich sagen. Also irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass sie gegen die Gewinner des NXT Tag Team Classic Turniers dann die Titel verlieren oder so. Irgendwie sowas. Ja, wobei eigentlich möchte ich dich ja doch noch fragen, kannst du denn dir inzwischen die Ward Villains irgendwo in dem Main Roster Spot vorstellen? Nicht mit dem Gimmick. Also ich finde halt, das ist genauso wie Tyler Breeze. Ich mag Tyler Breeze zwar, aber das Gimmick hat im Main Roster kein Potenzial. Ich mag die Ward Villains nicht. Also ich finde sie im Ring in Ordnung, ich sag's mal so. Ich mag sie aber trotzdem an sich nicht, weil sie mir einfach als Charaktere nichts geben und im Ring sind sie auf jeden Fall solide, sag ich mal, bis gut. Aber ich kann einfach mit dem Gimmick nichts anfangen. Ja, also wie gesagt, ich kann ja nur für mich sprechen, wenn ich sage, irgendwo trifft's meinen Nerv. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich bin bis heute noch am Rätseln. Ich weiß aber auch, es ist nicht gerade ein unbeliebter NXT-Charakter. Also. Nö, nee, weil das ist auch einfach was Besonderes, ne? Ich kann schon verstehen, dass viele Leute es cool finden. Das ist halt ein Gimmick, das hast du nicht alle Tage, sowas. Ich weiß nicht, aber ich kann ja auch nicht beantworten, ob das funktionieren würde. Ich glaube, man müsste es einfach ausprobieren, weil das ist so eine Sache, entweder es funktioniert komplett oder es funktioniert einfach gar nicht. Du müsstest den Versuch nur mal wagen. Ja. Würde ich auch sagen. Aber das auf jeden Fall zum Match war ein geiles Tag Team Match, oder? Ja, wie gesagt, die haben im Ring sehr gut abgeliefert. Auf jeden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die nächsten Tag-Team-Champs jetzt einfach mal Dawson und Wilder sein werden. Ja, ich denke sogar Chad Gable und Jason Jordan hätten da eine Chance. Wobei Gable und Jordan wären mir da glaube ich sogar etwas lieber. Ich finde beide Teams richtig geil und auch beide Teams sind im Ring klasse. Wir werden uns überraschen lassen. Bald ist NXT TakeOver Respect. Ich freue mich auf dieses Event richtig krass. Noch 2 Wochen, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Genau, 2 Wochen noch. Hier nächste Woche ist die dann die NXT-Ausgabe vom 30. Und was? Nur noch eine Woche? Eine NXT-Ausgabe noch? Dann ist schon Respect, Alter. Krass, Mann. Hätte ich nicht erwartet. Und du bist trotzdem schon hyped wie sonst was. Ja? Ich bin richtig gehyped. Ich sag nur 30-Minute Iron Man Match. Iron Woman, bitte. Ja, das wird so super. Das wird, Alter, ohne Witz. Ich möchte einfach, dass es jetzt ist. Ich möchte es mir einfach anschauen. Ich möchte es. Ja, ich möchte es einfach. Es ist unglaublich. Vor allem, ich will es einfach deswegen sehen, weil danach endlich Sasha Banks im Laufe des 6. Jahres als NXT, als Women's Champion in der WWE sehen können. Baby, also Divas. Oder was meinst du? Oh Gott, hör mir wieder auf mit diesem Scheiß. Bitte, ja, bitte. Okay, wir beschließen die Review hier. War auf jeden Fall eine coole NXT-Ausgabe, kam nicht ganz an letzte Woche ran, aber gut, die Standards waren natürlich auch sehr, sehr hoch. Ansonsten, und ich habe einen weiblichen Solomon Crow für mich persönlich gefunden, ist doch super. Ja. Das ist klasse. Ja. Gut, dann würde ich sagen, danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Schreibt uns eure Meinung zu NXT in die Comments. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.